Christoph, der Start in die Rücksaison etwas missglückt. Der Sieg, die Niederlage ein bisschen zu hoch ausgefallen. Was meinst du? Ja, allgemein unglücklich verloren. Das hätte gar nicht sein müssen, die Niederlage. War ein ganz ausgeglichenes Spiel, meiner Meinung nach. Dreimal geschlafen hinten drin, drei Tore gekriegt, vorne selber keine Torchancen gehabt. Und meiner Meinung nach war das so ein typisches 0-0-Spiel. Aber ja, war zu wenig von uns in der Abwehr. Die Rücksaison hat jetzt begonnen mit diesem etwas missglückten Start. Was habt ihr euch vorgenommen? Wie ist die Stimmung? Stimmung war bisher ganz gut. Vorbereitung hat jeder mitgezogen. Also war ich zufrieden damit. Ja, jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir die Woche wieder gut trainieren und am Wochenende dann gegen TSG Balingen zu Hause einen Dreier holen. Was hat sich in der Winterpause geändert oder getan? Wir haben einen Neuzugang bekommen, aus Ulm ist der Klaus Bückle gekommen. Sicherlich eine Verstärkung für uns, ist so ein richtiger Kämpfertyp, passt in unser Team, menschlich auch toller Typ und ja, ansonsten alles beim Alten. Christoph, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, ebenso.